Okay, genug gedanced. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Characters. Oh, Anna. Award-winning War Reporter. Aha, ein Kriegs... ich wollte schon Verbrecher sagen. Ein Kriegsreporter. Mit verschiedenen Combat Skills. Und Sparks beste Agentin. Die ihre... Die nur die wichtigsten Missionen übernimmt. Startet ohne Granate, aber dafür mit einem extra Herd. Naja, von mir aus. Nehmen wir mal sie. Put in Seed. Ach so, eine Seed, eine Level Seed. Brauche ich nicht. Die Statue ist kaputt, deswegen kann ich nicht beten. Na dann los! Death is the only way out. Okay. Achtung! So. Oh, jetzt aber. So. Ich habe mit The Boys gestern angefangen und bin total verwundert, dass ich noch nie was davon gehört habe. Ich habe The Boys auch vor kurzem jetzt erst entdeckt. Also ich habe das schon öfter gesehen, aber irgendwie finde ich, hat Amazon Prime, zumindest für meinen Geschmack, echt ein Problem mit Trailern oder so. Ich finde, alles sieht immer furchtbar aus in den Amazon Prime Trailern. Aber die Serie ist echt ziemlich gut. Da kam jetzt die zweite Staffel, die habe ich jetzt geguckt. Die erste Staffel ist schon ein bisschen länger her. Und ist eigentlich eine coole Serie. Wahrscheinlich hast du das jetzt entdeckt, weil eben die zweite Serie gestartet ist und die da wieder ein bisschen Werbung jetzt dafür gemacht haben oder es ein bisschen im Gespräch war. Au. Ein Schlüssel. Sehr gut. Jetzt haben wir schon zwei. Aber leider null Granaten. Und so eine bräuchte ich. Ja, jetzt hätte ich doch gern den anderen Charakter, Mensch. Oh, hier geht's schon zum Boss. Gehen wir erst als allerletztes hin. Habt ihr gerade diesen meisterhaften Sprung durch die beiden Projektile durchgesehen? Das war crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass das hinhaut. Oh, ein Ei, ein Überraschungsei. Nice, ein grünes Überraschungsei. Nicht schlecht. Was du findest 4, 5, 6 langweilig. Bei Star Wars, die einzigen guten Teile, die einzigen unstreitbar guten Teile findest du langweilig. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Nie wieder. Verschwinde! Raus hier! Hey, zwei Eier. Sehr gut. Die einzigen Teile, wo wahrscheinlich jeder sagt, dass die gut sind, findest du langweilig. Na, wunderbar. Nee, Quatsch. Ist ja eh okay. Granate! Nein, come on, das war meine einzige Granate. Mann, ey. Nee, ich glaube, wenn man die nicht zu seiner Zeit gesehen hat, die Merlin findet die auch langweilig. Wenn man die nicht damals gesehen hat als Kind, wenn man nicht damit aufgewachsen ist oder alt genug war, um die damals schon im Kino zu sehen, sind die wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß. Aber zumindest der fünfte ist doch wirklich einfach echt super, oder? Finde ich. Also,
Weiß ich nicht, ist immer schwierig mit nostalgischer Verklärung neutral zu betrachten. Beim vierten kann ich es noch verstehen, wenn man den langweilig findet, aber der fünfte ist doch wirklich einfach super. Die Schlacht um Hoth am Anfang, es ist der Wahnsinn. Ist halt so ein Zwischenteil ohne befriedigendes Ende dann. Aber gut. So ist das eben. Jetzt bräuchte ich noch ein Kristall, dann könnten wir da unten die geheime Tür öffnen. Die Merlin findet zum Beispiel eigentlich nur die neuen ganz okay. Also zumindest den siebten und den achten und den neunten finden wir alle ziemlich blöd. Aber die kann weder mit den Prequels noch mit den Originalfilmen irgendwas anfangen. Gegen die neuen habe ich auch nichts, aber nur wegen den Originalcasts, ehrlich gesagt. Ich glaube, alle neuen Charaktere sind mir ehrlich gesagt vollkommen egal und alle Szenen mit Mark Hamill und vor allem mit Mark Hamill eigentlich. Alle Mark Hamill Szenen sind super. Das ne, ist halt Mark Hamill. Da kann man nichts falsch machen. Wobei, das hat ja auch vielen nicht gefallen, dass der... Aber im Grunde denke ich mir, der ist halt wie Meister Yoda und Obi-Wan. Der macht's wie jeder andere Jedi-Meister ever. Insofern passt's doch. Drei Eier. Jetzt haben wir schon ziemlich viel Eier. Nicht schlecht. Ob die mal schlüpfen noch? Noch ein Ei und eine Granate. Und hier bräuchten wir jetzt wieder einen Kristall, den wir leider nicht haben. Ich teleportiere mich mal hier hin. Hier gibt es nämlich auch noch Kisten, genau. Jetzt habe ich leider keinen Schlüssel mehr. Trotzdem. Vielleicht ist nämlich hier ein Schlüssel drin. Nein, es ist eine Steinkiste, für die ich eine Granate brauche, um sie zu öffnen. Oh Gott, das Spiel ist so gemein. Ey, ohne Scheiß, ey. Ich könnte... Okay. Ich schäme mich. So. Gut, dann habe ich jetzt keine Kristalle, keine Granaten. Ah, es gibt noch den Kampfraum. Da können wir noch hingehen. Ja, ich meine, der siebte Teil ist einfach wirklich ein ganz billiger Rip-Off vom vierten Teil. Also wirklich fast 1:1. Und deswegen mag ich den. Und der achte hat sich wenigstens was Neues getraut, im Grunde. Oh nein, jetzt kann ich ja auch nicht aufschließen. Den Film finde ich eigentlich gut, weil er eben wirklich versucht hat, was einigermaßen Neues zu etablieren. Neue Geschichten zu erzählen und nicht nur mit alten Klischees daherzukommen. Finde ich sympathisch. Und der neunte ist irgendwie dann so ein bisschen eine Katastrophe. Irgendwo zwischen dem siebten und den achten jonglieren, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und es ist eigentlich irgendwie alles ein bisschen doof. Und dann macht er die Hälfte rückgängig und es ist einfach... Nee, eine Katastrophe. Stimmt, ein versteckter Raum ist auch noch versteckt, aber ich glaube, ohne Bomben komme ich da nicht hin. Jetzt müssen wir mal das Elektrogehirn da kaputt machen. Ich habe leider nicht gelesen, welcher Gott das jetzt ist. Aber ich habe nicht mal eine bessere Waffe gefunden. Oh oh, er ist wütend! Oh mein Gott, Alter, du spinnst ein bisschen. So. Tot ist er. Okay, cool. Wir haben trotzdem keine Schlüssel, keine Rubine, kein gar nichts. Ab ins nächste Level. Schade. Hi, Zakorak. Ja, genau. Das ist natürlich deine Empfehlung gewesen. Genau.
ich finde es bis jetzt echt sehr cool. Ich habe mir das im Shop schon öfter angeguckt, aber war irgendwie unentschlossen, weil das sieht in den Spielszenen im Trailer so nach einem total abgedrehten Bullet-Hell-Shooter aus. Und ich habe mir gedacht, oder solche Spiele sind mir in der Regel zu stressig und machen mir nicht viel Spaß. Aber das geht eigentlich. Zumindest bis jetzt. Zumindest bis jetzt ist er alles andere als abgedrehter, super crazy Bullet-Shooter. Das ist schon cool. Au. Ich bin gespannt, wenn es da wirklich viele zufällige generierte Sachen gibt. Ist das bestimmt sehr cool. Okay, wir haben einen Stein, der uns im Kreis der Gegner Projektile blockt und einen Geisterjungen, der mit uns mitschießt. Und ganz viel Eier. Cool. Oliver Kahn wäre stolz auf uns. Ein gefailtes Ei. Schade. Das Spiel verzeiht dem Spieler auch ein wenig mehr. Das habe ich auch das Gefühl. Das ist kein so ein... Ja, ich habe es immer verglichen jetzt mit Enter the Gungeon oder noch besser Exit the Gungeon jetzt. Weil das ist wirklich so ein crazy Bullet-Hell-Shooter, wo du auch ganz schnell einfach sofort tot bist. Und das ist hier nicht so. Und das finde ich sympathisch. Kein Schlüssel, das finde ich unsympathisch. Aber wir haben jetzt genug Kristalle, um hier mal so eine Kristall... Oh, eine Arena? Ah, gehen wir vielleicht noch nicht rein. Schauen wir uns erstmal im restlichen Dungeon um. Ah, was sehen meine Augen? Oh. Naja, bringt mir jetzt auch nicht viel, weil ich keine Granate habe. Aber gut. Nein! Ah, shit. Gehen wir mal da unten entlang. Das passt schon. Au, Mist. Kann es sein, dass Gegner in dem Spiel in der Regel auch gar keine Hitboxen sind, wenn man nicht, wenn die nicht gerade ihre Angriffsanimation machen. Adam, he shoots enemies automatically. Cool. Zwei Begleiter jetzt schon. Kann ich die eigentlich auch schieben? Nö, schade. So, hier bräuchten wir wieder einen Schlüssel, den wir leider nicht haben. Ah, Mist. Schade, schade. Darf man spoilen zu dem Spiel jetzt? Ja, von mir aus. Man kann durch Gegner durchspringen. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich nur nicht getraut, das zu testen. Ja, gehen wir erstmal noch darüber. Vorher. Der hat sich da oben versteckt. Gemeinheit. Ach, keine Granaten. Ja, das ist wie bei Binding of Isaac. Nie hat man Schlüssel oder Bomben, wenn man sie braucht. Es ist furchtbar. Binding of Isaac ist, glaube ich, von allen Roguelites schon so ziemlich mein Lieblingsspiel. Weil die Möglichkeiten, die Variationen, die verschiedenen Items einfach so endlos sind. Es ist einfach crazy. Immer wieder, nach hunderten von Stunden, entdeckt man plötzlich wieder neue Items, die dem Spiel wieder einen ganz neuen Spin geben. Das ist crazy. Und dann kommt wahrscheinlich Faster Than Light. Ich glaube, die beiden teilen sich bei mir den Roguelike-Thron bis jetzt. Wenn ich wüsste, wie man einen anständigen Zufallsgenerator macht, aber mit sowas fange ich jetzt gar nicht erst an.
Hätte ich auch wirklich viel mehr so Roguelike-Elemente in mein erstes kleines Plattformerspiel gebaut. Aber damit brauche ich jetzt wirklich noch gar nicht anfangen. Nicht mal im Entferntesten. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen meine ganz simplen Gameplay-Elemente hinkriege. Vielleicht hoffentlich einen Shop mit ein paar verschiedenen Items und vielleicht ein kleines Erfahrungspunktesystem. Aber ansonsten gibt's Hüpfen, Zuhauen und fertig, so ungefähr. Und viele verschiedene Gegner-KIs. Gegner-KIs machen macht mir komischerweise echt Spaß. Das finde ich echt nett. Da bin ich gespannt. Ja, es gibt bei den Star Wars Filmen, bei der neuen Trilogie, viele Sachen. Man merkt halt, dass es am Anfang kein fertiges Drehbuch gab, kein Skript. Die haben sich nicht mal abgesprochen, wie die Story verlaufen soll. Und jeder Regisseur hat gemacht, auf was er Bock hatte. Und das war das große Problem, würde ich sagen, von dieser Trilogie. Ansonsten, wenn das nicht wäre, glaube ich, wäre die gar nicht schlecht geworden. Schade. Naja, also, mit jedem Endboss kommt ein anderer Gegner dazu, die man von Anfang an eines neuen Runs spawnen. Ach, ich verstehe, man schaltet quasi neue Gegner im Dungeon frei durch das Besiegen von Endbossen. Das ist cool. Bei Isaac war der Frustfaktor bei dir echt hoch, bei mir gar nicht so eigentlich. Das hat eigentlich dadurch, dass eben der Zufallsfaktor so hoch ist, hat mich das auch nicht gestört, dass man 100 Mal starten muss, bevor man das erste Mal Mutter besiegt. Und dann geht's erst noch weiter. Dann öffnen sich erst neue Pfade in Hölle und Himmel und so weiter. Das fand ich schon ganz cool. Aber gut. Ach, wegen Isaac hast du Roguelite erstmal liegen lassen, Roguelikes. Krass. Aber ich brauche ja, für einen Zufallsgenerator braucht man halt vor allem Elemente, die zusammenpassen. Und, ich meine, gut, so wie hier sind es einfach nur Räume, die zufällig aneinander gereiht werden. Das finde ich bei so Level-Generatoren immer faszinierender. Ja, Super Meat Boy habe ich so ziemlich durchgespielt. Nie auf 100%. Weil da gibt es dann ein paar Level gegen Ende, gerade so ein paar Bonus-Level, die sind ultra hart. Die habe ich nie geschafft. Ich habe auch nie alle Charaktere freigeschaltet, weil alle Pflaster sammeln war mir auch zu krass. Aber so das normale Spiel habe ich durchgespielt. Das schon, das stimmt. Da bin ich, wenn mir ein Spiel Spaß macht, glaube ich, auch sehr frustresistent. Das stimmt schon. Wir hätten jetzt eine Granate. War nicht irgendwo... Ach, wieso ist da oben? Voll gut. Ich kann leider noch nicht einschätzen, wie weit Granaten fliegen in dem Spiel. Das ist immer ein bisschen raten, aber ich versuch's mal. Nein, viel zu weit. Ah. Naja, da kriegt man ein Gefühl dafür. God of Guns! Oh, ich merk schon, ich mach dem fast keinen Schaden. Die erste Phase ist meistens noch leicht, aber jetzt dreht er wahrscheinlich gleich durch. Ja, genau. Und jetzt ist der Spaß vorbei. Ja, bis jetzt geht's. Ah, au. Ja, na. War gar nicht so schwer. Adam ist gerade abgegradet. Kann das sein? Und ich habe noch einen Begleiter bekommen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Seit wann habe ich so einen Schneemann? Warum habe ich jetzt ein Filmmagazin und was macht das? Oh Gott. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Schauen wir mal. Now you know Gunfu. Add extra bullets per shot and increase your weapons range. Das klingt ziemlich gut. Obwohl wir immer noch die blöde Standardwaffe haben. Aber gut, immerhin. Und was macht der Schneemann? He can throw a snowball, which freezes enemies. Die haben HP, die können sterben. Holy potato, mein Rock kann auch sterben. Aha, man lernt doch nie aus. Gut, keine Granaten. Kristalle hätte ich. War irgendwo eine Kristalltür?
teleportieren wir uns mal kurz hier runter. Hier war eine Kristalltür. Oh, zu einem Shop. Lohnt sich das? Okay, von mir aus. Schauen wir mal nach, ob sich das lohnt. Hast du eigentlich auch den DLC gekauft? Nee, den habe ich jetzt nicht gekauft. Nur das Standardspiel. Der DLC bringt aber auch nur neue Charaktere, oder? Na gut, Metatron, mach's gut. Hättest du nur die Katze genommen. Das war ja schon im letzten Run. Das ist ja schon wieder ein alter Hut. Hier haben wir jetzt immer noch die Standardwaffe, komischerweise. Jetzt kann ich leider nicht mehr in die Arena, ne? Schade, schade. Aber hilft ja nichts. Dann gehen wir wohl... Jetzt schaue ich nochmal kurz da unten, aber wahrscheinlich brauchen wir da auch Kristalle oder Schlüssel oder irgendwas. Schlüssel. Zwei Charaktere bekommen wir dazu, aber ich mag die beiden. Ich meine, ich habe ja noch keinen einzigen Charakter freigespielt. Ich habe bis jetzt nur die Standardcharaktere. Wenn ich mal alle Charaktere habe und das Spiel mir dann immer noch Spaß macht, dann werden vielleicht die anderen beiden Charaktere noch interessant. Na dann, ab ins dritte Level. Also ich merke so, einen Shop öffnen macht eigentlich erst ab 50 Gold oder so überhaupt Sinn. Au, oh, das sind Granaten. Fliegende Granaten. Moment, ist jetzt der Stein zerbrochen und dafür habe ich einen Affen bekommen? War in dem Stein ein Affe? Funktioniert das so? Na gut, der schießt auf jeden Fall auch Patronen. Na, dann ist gut. Hauptsache, wir haben den schießenden Affen. Au, diese Granaten nerven mich aber. Aber die können dann wahrscheinlich unter Umständen Geheimgänge freilegen und sowas. Diese Granatendinger da. Ah, kommt schon. Oh yeah, der Schneemann ist upgegradet. Das gefällt mir, dass die anscheinend so eine Art verstecktes Erfahrungspunkt-System haben, die Pets. Jetzt wirft er zwei Schneebälle. Ja. Na dann. Gut. Ist die Kiste da unten gerade gesprungen? Ist das irgendwie... Gibt es hier so Mimikry-Fake-Kisten, die mich angreifen, wenn ich in die Nähe komme? Hm. Vielleicht ist sie nur ein bisschen zu hoch gespawnt. Kann schon sein. Auf jeden Fall komme ich da leider so nicht hin. Schade. Noch nicht. Oh, was war denn das? Oh, Adam 3. Yeah, Triple Bullet. Irgendwie habe ich heute einen rauen Hals. Mehr Eier. Na dann, her damit. Okay. Seltsamer Raum. Whatever. Zum Boss gehen wir noch nicht. Da gehen wir erst überall anders hin. Wow, Psionic Teddy ist krass. Okay. Läuft. Läuft ganz gut bis jetzt, finde ich wirklich. Oh oh. Was hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Schauen wir mal. Ich kann es auch noch gar nicht einschätzen. Ich kann es auch wirklich noch gar nicht einschätzen. Nach
hunderten von Stunden Isaac kann ich da mittlerweile, habe ich ein Gefühl dafür. Da weiß ich nach der ersten Ebene, weiß ich, ob der Run was wird oder nicht. Aber hier habe ich noch überhaupt kein Gefühl dafür, natürlich. Kann sein, dass ich total unterpowered bin und ich check's gar nicht. Aber ich habe viele Freunde und viele Eier. Und das finde ich gut. Oh, und wahrscheinlich ein HP ab, oder? Eine leere Dose. Was? Muss ich nochmal was? If you don't have a key, you can use an egg instead. Ah, ich kann Eier als Schlüssel benutzen, wenn ich keine Schlüssel habe. Cool. Der blaue Doktor. Der blaue Doktor sammelt Herzen und gibt mir vielleicht ein Schild. Und wenn er stirbt, kriege ich ein Schild. Ich habe das Gefühl, der gibt mir Schilde. Schön langsam. Nein, ich dachte, das ist ein Sprungfeld. Ah, leeres Ei. Jetzt, wenn ich... Ah, ich habe eine Granate. Jetzt wartet mal. Meint ihr, das geht? So nicht. Aha. Also das Granatenwerfen muss ich noch üben. Vielleicht muss ich doch den Charakter nehmen, der mit einer Granate startet, dass ich da ein bisschen mehr Spielraum habe und ein Gefühl dafür krieg mal. Yeah, check 2. Dadurch, dass der Charakter automatisch zum Nahkampfangriff wechselt, sobald ich in Nahkampfreichweite bin, erinnert mich das sehr stark an, mir liegt's auf der Zunge. Ah, mir fallen Namen immer nicht ein, Mensch. Metal. Ich schau gerade, ich google gerade danach, deswegen. Ganz berühmt. Gibt für jedes System 100 Kollektionen davon. Fällt mir gerade nicht ein. Ist auch nicht so wichtig. Egal. Einer verliert mit jedem Stage ein Herz und kann aber dafür sehen, was die Titans können im Vorfeld. Ah, die Charaktere. Ich verstehe. Cool. Die Begleiter können leveln. Genau. Den Begleiter Donald werde ich verfluchen. Dann bin ich gespannt. Was ist mit Doc Blue? Der Blue Doctor? Ach so, weil der meine Herzen für wegklaut quasi. Ja, bei Binding of Isaac gibt es so einen ähnlichen. Aber wenn man schnell genug ist, geht das in der Regel. Schauen wir mal. Hey, Schlüssel. Sehr gut. Granate und Kristall, den ich gar nicht mehr nehmen kann. Ah, jetzt habe ich hier keinen Schlüssel mehr. Ah, Moment mal. Mache ich das mit Geld auf, oder? Warum ist das jetzt offen? Ich weiß es nicht. Aber ich kriege jetzt eine Zuckerstange. Candy Cane. The more pets you have, the faster you can shoot. Das ist momentan ziemlich mächtig. Was ist die Anzeige unten rechts? Eine gute Frage. Eine gute Frage. Auf jeden Fall ist die voll und ich sehe oben auf der Minimap das gleiche Symbol in dem versteckten Raum irgendwo. Sind das diese versteckten Räume oder was ist los? Und wie komme ich da hin? Ach, einfach hin teleportieren. Naja, verstehe ich nicht, aber gut. Inner Eye oder Cat Medaillon. Ich nehme natürlich das Katzenmedaillon. Okay, vibriert leicht in der Nähe von Magie. Je weniger Kristalle du hast, desto mehr Schaden machen deine Waffen. Ich habe leider sehr viele Kristalle. Aber okay.
Meine Eier haben die Tür aufgeschlossen. Du hast recht, Sakurak. Da habe ich ja das Special dafür. Ja, ja, das habe ich ganz vergessen. Die Anzeige zeigt an, dass du auf Heilig spielst. Aha. Okay. Ich bin ja immer noch Zeus. Der Gott des Donners. Oder so. Ich kann auch auf dem Mond spielen. Ah, okay. Ah, das ist mir schon mal passiert. Ich dachte, das soll man eher vermeiden, dass man auf Türen und Kisten schießt, weil die dann böse werden. Und das, dann kann ich die nicht mehr einsammeln. Und dann tun die mir weh. Das finde ich nicht gut. Habe ich mir gedacht. So, jetzt kann ich hier nochmal üben. Achtung. Y. Ja! Und jetzt kann ich ein Ei benutzen, um hier zu öffnen. Und das mache ich auch. Puh, gleich noch eine. Okay, gut. Ich meine, ich habe noch 5 Eier. Kann man schon mal ein bisschen Eier vergeuden. Finde ich. Damit kommst du schneller Items, aber du opferst Herzen. Ah, man muss abwägen. Ja, ja, ich verstehe. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr stark Binding of Isaac, das Ganze. Finde ich gut. Ich meine, gut, Binding of Isaac ist auch sehr stark Zelda. Das NES oder Super Nintendo Zelda. Nur halt als Dual Stick Shooter ein bisschen mehr. Ich glaube, allein deswegen ist es mir einfach sympathisch. Okay. Ah, ich hab's gewusst. Egal. Granate. Eine Granate für eine Granate. So ist das eben. So, hier gibt's jetzt... Jetzt macht's, glaube ich, Sinn, den Shop zu besuchen. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz noch hier hin. Weil... Der hat mir ein Herz geklaut. Weil jetzt kann ich hier das öffnen. Und kriege ein Ei und einen Kristall, den ich nicht brauche. Gut. Und jetzt gehe ich, glaube ich, shoppen. Na? Ach so, ah. Weil je weniger Kristalle ich habe, desto stärker wird meine Waffe. Schon allein deswegen. Ah, da wird mir nicht mal angezeigt, wie die heißen, ne? Aber hier wäre eine neue Waffe, die wahrscheinlich interessanter wäre als die Waffe, die ich jetzt habe. Aber das wäre das teuerste. Oh, ich kaufe die neue Waffe. Achso, die muss ich noch aufheben. Silver Moon. Mysterious Weapon. Moment, was stand da? Open Locks oder irgendwie sowas. Active opens all locks. Heißt das, ich brauche keine Schlüssel mehr? Oder sowas? Hi, Abraxe. Das wäre ziemlich cool. Kisten in den Kisten. Ja doch. Warum nicht? Granatenschmeißbar circa 3 Steinblöcke weit. Okay, das ist eine gute Info. Ein guter Pi mal Daumen Richtwert. So, was war jetzt hier gleich nochmal? Da war ich schon. Dann gehen wir jetzt zum Boss mit der neuen Waffe. Die sieht ja interessant aus. Ich hoffe, die ist auch stark. Oh, nicht in die Luft sprengen. Und selbst. Freddy, God of Plushies. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den Gott der Kuscheltiere kämpfen will. Warum habe ich denn jetzt so ein Energieschutzschild? Ist einer meiner Begleiter gestorben wahrscheinlich. Mann, ich mache dem überhaupt keinen Schaden. Ich glaube, hier endet unser Run. Dabei habe ich gerade die Schlösser Aufmachkiste gefunden. Aber den kriege ich, glaube ich, nicht hin. Der ist noch in seiner ersten Stufe und macht mich schon ziemlich fertig.
Ja, das war jetzt echt noch knapp. Schade. Beinahe hätte es geklappt. Aber wir haben zwei neue Unlock-Tokens. Für so Roguelite sind, finde ich, so spielübergreifende Upgrades immer was Wichtiges. Die sind eine gute Motivationsquelle. Das funktioniert aber bei Binding of Isaac eher zufällig. Bei Binding of Isaac, je nachdem welchen Boss du besiegst, welche Items du gefunden hast, für was du dich entschieden hast, schaltest du neue Gegnermechaniken oder Items frei. Aber das ist halt alles so versteckt und mysteriös bei Binding of Isaac. Nicht so schön offen wie hier. Kill enough enemies and you'll drop extra hearts. Ja, das klingt doch gut. Das schaltet jetzt das Item frei, oder? Und als Bonus kriege ich eine Krone. Oder so. Oder ist das die Krone das Symbol dafür, dass es ein Hut ist? Wer weiß. Ach, das Item kriege ich in meinem nächsten Run für free. Aber nur in meinem nächsten Run für free. Na dann. Quickstart. Ja, das ist gut. Machen wir gleich einen Quickstart ins nächste.